Willkommen bei meinem absoluten Lieblingsspiel Planet Crafter, auf das ich am meisten Bock habe. Wir sind natürlich mal wieder live hier, ihr Menschen von YouTube. Kommt auf Twitch, genießt die Show. Es soll angeblich sehr erotisch sein. Viele Leute sagen, ey, was du da auf Twitch machst, das ist für mich pure Erotik. Das sprengt mir jedes Mal den Schlüppi weg. Das macht mich richtig hot. Und dementsprechend, oh mein Gott, meine alte Basis. Ha, die ist abgesoffen. Ach du Heilige. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Meine alte Base. Kann ich das Wasser trinken oder ist es ungenießbar? Kann ich tauchen? Okay, ich kann tauchen. Uff. Ja gut, ne? Das ist jetzt schon alles sehr speziell. Was sagt denn mein Inventory? Das ist relativ leer. Oh, ich habe Sauerstoff genommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, wir können eigentlich hier alles vernichten. Ja, auch hier die Winddinger. Die können einmal weg. Kommt die alte Basis jetzt komplett weg? Die alte Geisterbasis. So. Jede Menge Eisen. Ja, gut. Ich würde sagen, gehen wir mal rüber und bauen da noch ein bisschen was. Evergreen! Guten Abend! Das Spiel, das heißt Planet Crafter. Und in diesem Spiel muss man einen Planeten wieder zurück zu neuer Frische führen. Genial. Absolut genial. Keystorm müsste eigentlich noch was aufploppen. Nachher. Was aufploppen? Nachher? Da bin ich mal gespannt. Skjor, der Mann, der immer wieder für Überraschungen gut ist. Ich muss eigentlich hier auch noch ein bisschen meinen Abteil erweitern. Das gefällt mir so irgendwie nicht. Wir haben jetzt den großen Bereich bekommen. Und ich muss mal Wasser rausholen. Warte mal, hauen wir erstmal ein bisschen Eisen hier rein. Wir haben jetzt wieder ganz gut Eisen. Mal ein bisschen was abgeben. Ein wenig Kobalt haben wir auch. Badabups. So, ich würde ganz gerne mal so ein großes Wohnabteil bauen. Oh nee, dafür brauche ich auch hier wieder dieses Supergel. Moment, nicht, nein, Schwefel ist cool. Lass mal hier hin. Mhm. Dafür brauchen wir quasi alles. Ja, machen wir erstmal noch hier diese kleinen Abteile. Tut ja im Moment auch nicht weh. Wo bauen wir das denn hin? Hier. Wo sind die kleinen? Hier oben. Titan. Habe ich gar keinen Titan? Ich hätte schwören können, wir haben Titan in der Hose. Magst du eigentlich Toast? Ja. Ich mag Toast. Wer mag keinen Toast? Ich meine, Toast mag doch irgendwie jeder, oder nicht? Ich kenne ehrlich gesagt keinen Menschen, der Toast nicht mag. Wäre mir jetzt auf Anhieb keiner bekannt. So, das haben wir hier raus. Oh, ich verdurste gleich. Hier habe ich noch was zu tun. So. Dann bauen wir noch was und dann gucken wir mal, dass wir nicht verdursten. Bauen das hier weiter. Warnung, sie verdursten. Dankeschön. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich hier gerade quasi am Verrecken bin. Aber ich erweitere gerade mein Habitat. So. Wasser. Yes. Trinken. Schon geht's mir wieder gut. So, was sagt denn unser Fortschritt hier? Was sagt denn unser Fortschritt? Wie gut sieht's denn aus? Nächste Stufe, Seen. Flüssiges Wasser. Ich meine, ja. Klar, es gibt auch nicht flüssiges Wasser. Das ist schon durchaus, da ist was dran. So.
Die Wärme geht sehr langsam voran. Der Luftdruck dagegen sehr gut. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir viel mehr mit Wärme machen. Wärme ist der Schlüssel zum Erfolg. Warum kann ich das Ding nicht zerlegen? Hier, ich will ihn mal zerlegen. Ich mache da hinten jetzt so eine heiße Wand. Na, komm schon. Ja. Nächster hier hin. Hauen wir die auch noch weg. Danke. Danke. Ich muss die Wärme irgendwie nach oben bringen. Wir haben viel zu wenig Wärme. Es ist einfach nicht heiß genug auf dem Planeten. Es ist zu kalt. Dafür brauche ich aber diese Stäbe. Iridium. Wir brauchen tonnenweise Iridium. Einen Stab habe ich noch und dafür braucht man, glaube ich, immer 8, ne? So. Kabams. Die Wand macht mich heiß. Ja, mich auch. Das ist eine echt heiße Wand, die wir hier haben. So, platzieren wir mal hier noch einen. Ich wette, ich kann hier noch eins zwischenquetschen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Alu. Alu, Baby, gib mir Alu. Oh ne, da geht keiner mehr zwischen. Ist ja doof. Hier würde noch einer hingehen. Ich meine, rein theoretisch könnte man hier so eine Wand zumachen. Man sagt einfach, man klatscht sie zu und macht alles voll mit denen. Macht man hier halt den Laden dicht und alles ist mit dem. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Wärme? Wir haben ein paar gebaut. Die Wärme ist immer noch super langsam. Es läuft alles echt sehr schleppend. Okay, wir gehen auf Erkundungstour. Gehen einfach mal auf Erkundungstour. Wir räumen nochmal hier das Inventory leer. Silizium. Magnesium. Bisschen Eisen. Bisschen Silly. Ja, meine Materialien gehen hier auch immer so schnell weg, ne? Die gehen hier immer so schnell weg. Wir gehen mal zu diesem runden Bogen. Ach ja, jemand hat mir den ultimativen Hack-Tipp gegeben. Einfach hier einen Raum bauen, dann hätte ich mein Sauerstoffproblem instant gelöst. Was quasi Cheaten ist, ne? Also hier so ein Ding bauen und dann hast du schon wieder Sauerstoff. Und so kannst du ewig weit in die Welt hinausziehen und erotische Abenteuer erleben. Was mit der Kiste hier drüben? Haben wir die schon gelootet? Ja. Ich muss mir angewöhnen, immer wenn ich eine Kiste gelootet habe, sie auch direkt zu zerlegen. Einfach nur aus dem Aspekt, dass ich nicht wieder denke, oh geil, eine Kiste. Aber jetzt kommt hier überall Wasser, ne? Man merkt es richtig. Was ist das hier? Oh mein Gott, sag nicht, ich kann unter Wasser keine Sachen abernten. Das wäre ja voll der Game Changer. Das würde ja alles verändern. Ja, Abos sind sehr cool hier auf dem Kanal. Sehr erstrebenswert. Erstrebenswert, mein Gott. Bleibt mir sogar das Abo im Hals stecken. Ich kann mir kein Abo leisten. Das ist nicht gut. Skior springt aber ein und sagt, hier, mein Freund, nimm mein Abo. Ich brauch's nicht mehr bei Keys. Kannst mein altes Keys-Abo haben. Dankeschön, Skior.
viele arme Menschen hier, ne? Skjör arbeitet für uns im Stahlwerk, damit wir hier Spaß haben können. Skjör opfert das Empfinden von Freude, damit wir Freude haben können. So sieht's aus. Wird das mal hier irgendwann auch alles Wasser? Ich hab was in der Hose für dich. Der greift doch einfach in die Tasche. Klavierlux, du bist ja auch noch hier. Klavierlux opfert auch alles, was er an Freude im Leben besitzt. Damit wir hier ein bisschen Spaß haben können. Heil dem großen Lux. Dankeschön, Klavierlux. Oh, guck mal hier drüben, wir haben was gefunden. Alter, Klavierlux. Der verteilt hier die milden Gaben. Dankeschön. Ich habe mal noch einen Eingang. Ja, greift doch einfach in die Tasche. Ja, Sauerstoff. Cheaten macht ja so viel Freude. Dankeschön, Klavierlux. Ich wiederhole mich, aber Dankeschön. Eigentlich diese Samenpäckchen, brauche ich die wirklich? Ich weiß ja nicht. Ich hab was in der Hose für dich. Kann man hier noch irgendwas finden hinter dem Shuttle? Nee, hier ist auch nichts mehr. Klavierlux, er macht alles weiter und sagt, ich lasse mich nicht aufhalten. Thank you very mucho. Hier ist noch eine Kiste. Okay, schauen wir mal noch in die Kiste rein, was da so drin ist. Gute Sachen, sehr, sehr gute Sachen. Ich brauche unbedingt den Kram hier. Magnesium haben wir genug, brauchen wir nicht. Stoff ist immer wichtig. Eisen brauchen wir auch nicht. Das hier brauchen wir. Das hier und dann doch lieber noch ein bisschen was vom guten Alu. Ich glaube, wir bauen heute mal so eine Rakete. Skjör macht mit. Ab in die Verschuldung, Skjör. Ab in die Verschuldung. Was ist das hier? Schwefel. Ich denke mal, es wäre ganz klug, wenn wir vielleicht irgendwie... So Höhlen müsste man sich eigentlich merken. Klavierlux, ihr hört nicht auf. Dankeschön, Klavierlux. Ab in die Insolvenz. Was ist das denn hier? Schwarzpulver. Ey, was man hier alles finden kann. Leute. Jetzt nehme ich mal alles mit. Magnesium kann jetzt weg. Den Chip brauche ich. Die Dinger hier können eigentlich auch. Das Schwarzpulver nehme ich auf jeden Fall mit. Den Klumpen nehme ich mit. Kobalt habe ich da drüben auch noch genug. Nehme ich lieber Schwefel und dich mit. Ich hab was in der Hose für dich. So. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, da haben wir noch ein bisschen was gefunden zum Wegsnacken. Klavierlux, dankeschön. Ich hab was in der Hose für dich. Ich würde sagen, gehen wir nochmal da hinten hin, tanken Luft. Ein Signalfeuer setzen und die Orte schneller finden. Ja, das stimmt schon. Aber den Canyon, den kenne ich innen auswendig. Also, den finde ich immer wieder. Panzer René 03. Will Mitch nur bedanken für die geile alte Zeit. Die ganze geile alte Zeit, dankeschön. Danke, danke, danke. Danke an Klavierlux, danke an Skjör, danke an alle, die hier wieder heute kräftig unterstützen. Dank euch muss meine Familie nicht hungern. Dafür gibt's morgen schön saftig neues, geiles Projekt auf dem Kanal. Das ist meine Art, wie ich euch vielleicht ein bisschen glücklich machen kann. Kleines bisschen zumindest. Damit ihr sagt, ey, dank deinem Video war mein Alltag jetzt doch nicht die Hölle. Ich musste ab und zu ganz kurz hier am Rande schmunzeln. Ich
Dankeschön, Klavierlux. So. Sagt auch alle Danke an Klavierlux, denn immerhin der Mann, der schuftet in einem Stahlwerk. Sehr schwer, sehr hart. Damit Menschen wie ich ein bisschen die Freiheit genießen dürfen, euch mit allerhand Kram zu versorgen. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt zurück sind, hauen wir mal alles in die Tonne und dann vielleicht mal Operation Rakete. Hat jetzt jeder, der schreibt, ein Abo? Ich weiß nicht. Nee, Panzerreni noch nicht. Jetzt. Klavierlux lässt eben niemanden hängen. Klavierlux ist ein Mann, der sagt, jeder hier muss ein Abo haben. Das ist Pflicht. Anders geht das gar nicht. So, ich mache mir hier das Powder rein. Zwei Knödel vielleicht noch. Ich hab was in der Hose für dich. So, nochmal durchsortieren. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Dafür haben wir schon, glaube ich, einen Schrank. Für Schwefel haben wir auch einen Schrank. Die Blumen werden gleich verwertet. Kobalt habe ich ja nicht. Silizium habe ich eins. Ja, Uran endlich mal wieder. Klavierlux, dankeschön. Aluminium 2. Ey, Klavierlux, er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Er will haben, dass jeder hier im Chat ein Abo hat. Dankeschön. Hat man nicht irgendwo eine Schwefelkiste hier drüben? So, dann füllen wir mal. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, Klavierlux, ich, ja. Thank you very much again, my friend. Boah, wie schnell bekomme ich denn hier Wasser? So, Rakete. Die Leute wollen eine Rakete sehen. Habe ich gehört. Dafür brauche ich dreimal Superlegierung. Dreimal Titan, dreimal Eisen. Wie viel haben wir denn hier vom Superpaste? Eine, zwei. Das heißt, ich muss eine hier drüben herstellen. Dafür benötige ich Kobalt, Eisen, Magnesium, Silizium, Titan, Aluminium. Alles. Klavierlux, Dankeschön. Dankeschön. Also, Titan, Kobalt, Silizium. Das brauche ich nicht. Eisen. Magie. Alu. Der Superkleber wird gemacht. Geil. So, die Blumen haue ich hier nochmal rein. Den Chip müssen wir auch noch aktualisieren. Hier, lass mal gucken, was da drin ist. GPS-Satellit, Stufe 3. So. Den Kleber habe ich jetzt. Gucke ich mal, ob ich hier schon noch Titan und Eisen finde. Das hole ich mir ganz schön aus der Wildnis. Klavierlux. Operation Niemand ohne Abo. Ein Titan. Niemand soll hier ohne Abo sein. Zwei. So, jetzt fehlen noch von jedem zwei. Ich hab was in der Hose. Ey, Klavierlux, wie viele von diesen Gifted Subs besitzt du denn gerade? Klavierlux, wie weit ist Georg mit 50, ne? Ne, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge. Georg the Beast. Wow. Das ist groß. Kann man das... Ist es klug, das hier hinzubauen? Warte mal, da hinten ist das Tal. Das ist ja riesig, das Ding. Oh, wow, wow, das läuft immer mehr ab.
stellt man das am besten hin? Einfach hier so mitten rein? Kann man das auch auf Fundament bauen? Dass wenn ich hier ganz viel Fundament baue, dass ich dann das Ding da drauf bauen kann? Dass wenn ich hier ganz viel von denen baue. Weiß jemand, ob das möglich ist? Ich hab was in der Hose. Wenn ich mir hier so super viel Fundament baue, dass ich die Rakete... Es ist schon auf einem Fundament, aber kann ich nicht Fundament auf Fundament, weil Fundament kann man ja höher setzen. Ich hab was in der Klavierlux, dankeschön. Sunshine Girl, sie macht jetzt auch mit. Dankeschön, Sunshine Girl. Ey, ich glaube, wir schaffen irgendwann bald die 2000 Subs, wenn es so weitergeht. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit weg von den 2000 Subs. Das dauert, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Boah, ich muss bald zurück. Ich sehe gerade, mir geht der Sauerstoff aus. Das wäre natürlich geil. Wenn... Kann ich eigentlich so einen Verbrenner, so einen Ofen, kann ich den auf Fundament bauen? Dann würde ich nämlich da ganz viele Öfen hinstellen. Cavendish, 69, dankeschön. Dankeschön. Jetzt wird's tight hier, ich brauche Sauerstoff. So, wartet mal, Friendos. Hier ist halt kein Eisen mehr. Ich konnte mein eigenes Abteil da hinten noch abreißen. Ich hab was in der Hose für dich. Ich meine, Fundament ist ja nicht sonderlich teuer. Wenn ich mir hier so ein schönes Fundament aufbaue und da dann die Rakete draufstellen würde, das würde mich halt richtig reizen. Klar, ich weiß, das ist, oder dass ich es wenigstens so connecten kann. Jetzt ist Sunshine Girl wach. Dankeschön, Sunshine Girl. So viele Menschen gibt es hier doch gar nicht ohne Sub. Wir sind doch nur ein paar kleine. Wir sind doch eine kleine Gemeinde hier. Eine kleine, eingesubte Gemeinde. Erst ab Stufe 4. So, warte mal. Was fehlt denn hier noch? Hier ist auch nochmal Zeug. Sind wir durch. Ich hab was in der Hose für Dankeschön, dich. Sunshine Girl. Ihr greift doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Oi. Oi. Der Subkrieg. Dankeschön. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Klavierlux den Dank überhaupt sieht. Ich weiß es nicht, Klavierlux. Kommt der Dank bei dir an? So, ich werde jetzt mal gucken, ob ich die Raketenplattform damit connecten kann. Mrs. Tamtam, 2 Monate. Dankeschön, Mrs. Tamtam. Nee, ich glaube, das kann ich hier nicht oben drauf bauen. Ich glaube auch nicht, dass ich es connecten kann. Es scheint nicht so, was echt doof ist. Was echt richtig doof ist. Hm. Ja, kann ich da vielleicht andere dranhängen? Geht das wenigstens? Ja gut, das würde gehen. Ich könnte also wahrscheinlich hinten weiterbauen. Okay, man kann es schon mal so machen. Nein, kann man nicht. What? Das kann man echt nicht verbinden. Das wäre echt wack. Oh, no, 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 ich hab...
Oh, ich habe nicht auf meinen Sauerstoff geachtet. Weil ich so darauf konzentriert war. Egal, man verliert ja nichts.